Starterkundungspart. Oh, wenn wir schon im Starterkunden sind, warum fangen wir gleich an? Es gibt tausende Gründe für eine Reise und tausend Anlässe für ein Geschenk. Zur Erinnerung an unser kurzes Treffen möchte ich dir das hier überreichen. Durchbruch! Eine Kampfattacke, Dankeschön, alte Dame. Mit der Attacke Durchbruch wird die Wirkung von Reflektor oder Lichtschild aufgehoben. Da staunst du, Was? Da staunst du, Bauklötze, was? Ich bin nur ein Großmütterchen, aber in meiner Jugend war ich eine Kämpferin. Okay. Lustig. Der ist aber hübsch. Und dieser auch. Ich liebe Steine einfach über alles. Das ist keine Übertreibung. Und für seltene Steine greife ich auch schon mal ganz tief in die eigene Tasche. Und hast du wohl einen Stein bei dir, der meinen hohen Ansprüchen genügt? Keine Ahnung. Moment, muss mal kurz das verschieben. Okay. Was haben wir denn? Sternstaub, Sonnenstein. Ich glaube kaum, dass er Perlen will, aber ich gebe dir mal eine Riesenperle. Hübsch, wirklich ausgesprochen hübsch. Das Gestein Riesenperle, großartig. Wirst du 7500? Okay. Bei dem Typen können wir also unsere Perlen loswerden. Nun gut. Warum nicht? Kriegt man Kohle und die Perlen bringen uns sowieso nichts. So. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Verlassen wir das Pokémon Center und schauen uns die Stadt an. Ein Schneesturm. Mitten in der Nacht, naja. Das legendäre Pokémon eilte dem Helden auf der Suche nach dem Wunsch zu Hilfe und schuf dieses Land. Hernach legte es seine irdische Hülle ab und hatte in Gestalt des Dunkelsteins der Geburt eines neuen Helden. So will es zumindest die Legende, die ich als kleiner Knirps gehört habe. Oh, mir ist jetzt schon kalt, wenn ich das sehe, wie der Charakter so im Schneesturm da rumläuft. Oh Gott. Das Moor ist völlig zugefroren. Das hat man gerade schon im letzten Part. Okay, hier ist nichts. Okay, waren wir auch im letzten Part. Und der Schutz wirkt nicht mehr. Dankeschön, das Problem brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Denn in dieser Stadt tauchen keine wilden Pokémon auf. Zu unserem Glück. Und was ist das? Stellen wir uns mal in die Mitte. Yay, ich bin ein Superstar. Tanz, tanz, tanz. Schwingt das Tanzbein, ihr zwei Drachen. Er schwingt das Tanzbein, ja. Sonne und Mond im Tanz sich umschlingen. Heute Abend kann alles gelingen. Rundherum alle auseinander, rundherum tummelt euch zusammen, okay? Links herum, rechts herum, rundherum und wieder von vorn. Spielt ihr irgendein Spiel, das irgendwelche Kinder spielen? Naja. Das legendäre Pokémon Zekrom vermachte dem Helden einst die Gabe der Weisheit und vernichtete dessen Feinde mit Blitz und Donnergrollen. Getrieben von einem Gefühl der Ehrfurcht und Anerkennung für das Pokémon und den Helden vereinten die ihre Menschen ihre Kräfte und schufen so Hand in Hand ein neues Land. Und so ward die hiesige Einar-Region geboren. Zumindest, wenn man der Legende Glauben schenken mag. Und das Pokémon Center ist oben, das Dach ist eingefroren, finde ich sehr cool gemacht. Aber hier ist vieles cool gemacht in dieser Edition. So, und das Besondere am Winter ist, hier ist wieder alles, hier ist wieder ein Schneehaufen. So können wir jetzt dieses Haus hier erreichen und dieses Item bekommen, einen Sonderbonbon. Okay, was ist denn in dem Haus drin? Ja, Pokémon Fanclub. Wir lieben alle Pokémon. Ich frage mich, was passiert, wenn es Frühling ist, ob man in dieses Haus geht. Also ich meine, was ist, wenn Winter ist, man in dieses Haus geht und dann wechselt es auf Frühling um und man kommt hier nicht mehr raus. Das wäre echt ein bisschen bitter. Dann wäre der Spielstand unnütz oder man müsste dann das Datum wieder umstellen. Hallo du, gestatte, dass ich mich kurz in aller Bescheidenheit vorstelle.
Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs und gleichzeitig der größte Pokémon-Fan unter der Sonne. Du bist doch auch ein Trainer. Willst du mir nicht zeigen, wie viel Zuneigung du investierst, um Pokémon groß zu ziehen und zu trainieren? Ja. Oh, welches Pokémon? Geben wir dem unseren Starter Zappi-Queen. Oh, du hast dieses Zappi-Royal mit 5 getroffen und jetzt hat es Level 39? Du hast es gut trainiert und wart mit dem Herzen dabei. Epil-Tyler, dankeschön. Dies ist der Dank dafür, dass du mir gezeigt hast, wie lieb du deinen Pokémon hast. Ja, ich habe mein Pokémon lieb, ne, du Arschloch. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Möchtest du die Freundschaft um einem deiner Pokémon dem Test unterziehen? Pff, ja. Zappy Queen. Es hat sich wirklich sehr lieb. Da werde ich ja ganz grün von Neid. Voll, kein Item. Und? Was läuft im Fernseher? Ne, den schaue ich mir nicht an. Ich habe was zu erledigen. Sonst werde ich wieder vor dem Fernseher gefesselt und komme nicht mehr weiter. Okay, hier ist die Arena. Sieht sehr eisig aus. Pokémon Arena von Nevaio City. Arenaleiter Sandro. Eine Maske aus Eis. Ein Eis-Arenaleiter. Und dann schüttle ich trotz dieser Turm seit Menschengedenken Wind und Wetter. Sein bloßes Vorhandensein scheint uns allen etwas vermitteln zu wollen. Okay, ja, das ist hier. Hier ist die Stelle, die man nur mit dem Winter erreichen kann. Okay, da unten war doch nur keine Stelle, die man nicht mit Winter erreichen kann. So. Drachenstiege. Und hier ist ein Nugget. Und das Gras ist auch ein bisschen mit Schnee bedeckt. Finde ich auch cool. Man hätte auch machen können, dass wenn man in zwei Gelatropo. Oh Gott! Man hätte auch so machen können, dass wenn man durch dieses eingefrorene Gras läuft, dass dann der Schnee darunter geht. Das wäre auch eine coole Idee gewesen. So, Saiyajin verwendet Fokustoß, Gelotropo auf 1. Und Adventi macht ihm mal ein bisschen Feuer unter dem Hintern, dem anderen Gelotropo mit Funkenflug. So, Kämpfer zerschlagen auch Eis, deswegen sehr effektiv. Und tschüss. Und Level Up für Saiyajin, Level 41, nicht 71, soweit sind wir noch nicht. Guten Flug! So, wir haben das Eis geschmolzen. Sehr schön. So, geht's denn hier lang? Hier geht's zur Drangstiege, der genau, da wollen wir aber jetzt noch nicht. Schauen wir uns erst die Stadt an. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben Zeit! Also, es ist ja nicht so, als hätte man keine Zeit. Hallo und hereinspaziert, nur keine falsche Scheu. Diese Aufregung, dieses Drama, diese Spannung. Ich darf euch jetzt also den heutigen Kandidaten vorstellen. Du da. Ey, bist du einer auf Günther auch? Willkommen, willkommen. Beginnen wir sogleich mit unserem Quiz. Je mehr richtige Antworten, desto besser die Stimmung. Also dann, auf die Fragen, fertig, los. Viel Glück. Hier kommt die erste Frage. Gesucht ist das Flughörnchen-Pokémon mit den großen Ohren. Also, das ist doch mal eine richtig schwere Frage, weißt du's? Einen Tipp. Also, was das Publikum verlangt nach einem Tipp. Ja, genau, Publikumsjoker. Was? Eine neue Software von Apple? Das hatten wir doch schon vorhin. Tschüss. Immer bei den Let's Playen. Hier kommt also ein kleiner Tipp. Eins der Typen fällt unter dem Typ Flug. Ja, ist mir schon klar. Ja, das ist jetzt ein sehr hilfreicher Tipp. Und Kandidat, weißt du es jetzt? Gesucht ist das Flughörnchen-Pokémon mit den großen Ohren. Ich schätze mal, das ist Emolga. Ich nehme mal Emolga. Vielleicht stimmt's ja. So, Emolga. Und wie kann ich das jetzt bestätigen? Select? Nee. Okay, ich gehe mal auf okay. Bravo, das ist richtig. Spitze, toll, klasse. Hurra, gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist der Preis, ein geniales Gegengift. All dieser Scheiß nur für ein Scheiß Gegengift? Hätte ich auch ins Pokémon Center gehen können.
Ja, ich komme morgen nicht wieder. Wenn ich Gegengift will, dann gehe ich ins Pokémon Center. Ja. Hä? Na, hier kommt man nicht runter, okay. Müssen wir in einen anderen Stadtbezirk gehen. Hier ist ein Häuschen. Da bin ich ja völlig aus dem Häuschen. Ja, die haben wir schon angesprochen. Hallo. Hallo. Danke. So, haben wir uns ein bisschen warm ums Feuer. Ist hier irgendwo ein Feuer? Nein. Wer Tag ein Tag aus ein ereignisloses und eintöniges Dasein fristet, vergisst wohl darüber eines Tages den Wunsch, aus dem Alltagstrotz auszubrechen. Sandro hat früher mal in einem Film mitgespielt. Sehr informativ, danke. Die Drachenstiege sei ein Ort, wo sich Wunsch und Wirklichkeit vermischen. Schon seit Anbeginn der Zeit, so heißt es, trage sie hier in den Himmel empor und lasse uns allen ihren Schutz angedeihen. Aber womöglich handelt es sich dabei um nichts weiteres als ein Ammenmärchen. Was läuft im Fernseher? Aha. Aha, South Park, aha. Family Guy, okay. So, jetzt will ich mir dieses Item da mitnehmen, das da unten liegt. Aber wie kommen wir da hin? Nein, wir könnten eigentlich theoretisch auf dieses Dach des Gebäudes hier drauf gehen. Theoretisch. So, wo geht's hier lang? Hier geht's zur nächsten Stadt, da wollen wir aber noch nicht. Gute 8, okay. Dann sagen wir haben die Stadt schon erkundet, gehen wir in die Eisarena. Und machen dem Arenaleiter Feuer unterm Hintern. Schon kalt hier. Die Atmosphäre ist echt geil. Unsere Pokémon sind, glaube ich, schon geheilt, ne? Wir haben sie im letzten Part schon geheilt und seitdem haben wir ja eh nicht gekämpft. Okay, Pokémon sind geheilt. Passt. Ne, warte, wir haben gegen zwei Gelatropus gekämpft, aber egal. So viel Schaden haben sie auch nicht gemacht. So, wo ist denn jetzt die Arena? Arena! Hier ist die Arena. So. In dem Berg ist die Arena drin. Sehr interessant. Okay. Hier, nimm dieses Tafelwasser. Kevin erhält Tafelwasser. Kevin verstaut das Item Tafelwasser in der Medizintasche. Feuer kann Eis schmelzen, Kampf kann es zerschmettern. Und Stahl und Gestein zermalmen es zu Staub. Also hat Eis 4 Schwächen. Sehr schön. Okay, das ist wieder so ein Spielchen mit dem Rumschlittern, das mag ich. Ich mag solche Spielchen, aber wenn man an diesen Dingern kommt, dann werden wir immer an diesen weißen Plattformen hierhin geglitten. Ich sehe dir schwindelig vom Aufbau dieser Arena. Ich werde dir, werde ich mir zunutze machen und dich gleich hier aufhalten. Ja, dankeschön für dieses sportliche Verhalten. Der Schwarzgurt Elliot mit seinem Petsniev. Das kennen wir aus der Wendelberg. Nicht wahr, Saiyajin? Du kennst es doch auch. Fokusstoß. Fokusstoß auf Fukushima. So. Ja, das war die Ausdauer. Es hat die Attacke überlebt. Siedewasser. Und tschüss. So, hier ist Pesenjev Nummer 2. Dann wechsle ich zu Chuck Norris. Zertreten wir es einfach mal. Der ist Eis. Unser schwächstes Pokémon ist jetzt Serpiroyal mit Level 39. Falls ihr es wissen wollt. So, Durchbruch. Zack. Hör auf zu rotzen hier! Das geht so nicht! So, tschüss! Rotznase! So, Frigomentri kennen wir noch nicht. Habe ich auch in meiner Weißen nicht gefangen. Er ist ein Eis-Pokémon. Kann sich nicht entwickeln, sieht aber ziemlich cool aus. Sieht aus wie eine Schneeflocke. Ah, es ist tschüss. Tot! So, oh nein! Oh doch.
So, wir können hier unser Serpi-Royal nicht trainieren. Das heißt, ich gebe Serpi-Royal den AEP-Teiler. Item geben. AEP-Teiler. Der müsste hier ganz oben sein. Das ist der, den wir von diesem Pokémon-Fan da bekommen haben. Und jetzt suche ich das Glücksei, damit... Okay, Karadonis trägt den zweiten EP-Teiler. So, ich will, dass Zappy-Queen jetzt unser das Pokémon wird mit dem höchsten Level. Weil es unser Starter ist, das muss schon sein. Ah ja, wenn wir auf diese Plattform gehen, dann können wir diese Dinger da verschieben. Diese Weichen, sage ich ja mal. Es leckt. Darf ich dich um einen Kampf bitten? Nein, ich will nicht kämpfen. Tut mir leid. Aber du musst es. Aber das Spiel verlangt, dass wir kämpfen müssen. Trainerin Satsuki. Panischer Name. Frigometri. Eine Schneeflocke. Schneeflöckchen bei Säugchen. Machen wir es mal kurz. Platz. Verdammt. Fokusstoß gegen daneben. Aber das muss ja auch mal sein, bei einer Genauigkeit von 70 ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Attacke daneben geht und schon wieder. Er erhöht seine Verteidigung, jetzt könnte er einen Fokusstoß überleben. Warum leckt es jetzt auf einmal so? So, bam, Kamehameha auf diese Schneeflocke. Alter, was Säurepanzer alles bringt. Okay, wir müssen erst spezial angreifen, wir haben gar keine andere Wahl mehr. Seine Verteidigung ist schon immens hoch. Jetzt reicht mir, schließt dieses Apple-Update hier jetzt, so. Seufzt, ich muss mal kurz wieder ein paar Programme schließen, aber zuvor ein Wechsel zu Adventi. Ja, du kannst mal, wenn sie nicht mit einer Eisattacke angreifen. Ich meine, es sind Kerzen hier. 4 Kerzen. Ne, 5. Eine große noch in der Mitte. So, Inferno. Das ist der Weltuntergangstag. Der 5. Advent. Verdammt. So, Inferno. Jetzt hat er seinen Verteidigungswert auf das Maximum erhöht. Jetzt komm schon, Inferno, treff diese Schneeflocke endlich. Alles bloß da, das eingefroren. Okay, unser Adventi steht jetzt völlig still. Finde ich lustig, wie es jetzt so dran steht, so ganz still. Still und leise steht unser Adventi. Es ist eingefroren. Aber wir können gefrorene Pokémon heilen. Und zwar mit einem Eisheiler. Bitteschön, Adventi. Jetzt schütze sich vor Spezialattacken. Oh Gott. Das kann lange dauern. Haben wir einen X-Treffer, damit Inferno jetzt endlich trifft? Nein, ich will Kampf-Items hier. X-Treffer. Ja gut, setze ich es einfach mal ein. So, X-Treffer. Jetzt müsste unser Inferno treffen. Wäre schon wieder eingefroren, hätte ich geschrien. Es ist aber gut hier. Frigomente ist ganz schön schnell. Und die Attacke geht ständig daneben. Trifft ja auch nur mit einer Chance von 1 zu 2. Anscheinend haben wir jetzt ein ziemliches Pech. So. Tafelwasser. Eisstrahl. Alter, das macht uns fertig. Wie kann das sein? Ein Eis gegen ein Feuer-Pokémon. Jetzt. Ah, ich dachte, es wäre unsere Attacke jetzt am Einsatz. Jetzt reicht's mir. Jetzt scheiße auf Inferno. Einmal noch, so. Wenn die jetzt nicht trifft, dann bin ich mad. Also. Geht doch. Eine kräftige Feuerattacke und tschüss. Dabei hätten wir schon längst Funkgeflug verwenden können. Das wäre schneller gewesen, aber egal. Hui, ich glaube, du warst bisher mein stärkster Gegner. Danke fürs Kompliment. So, jetzt müssen wir hier lang. Wo sind wir denn hier jetzt? Oje, oje. Da will ich nicht runterfallen. Es sind bestimmt schon einige Trainer runtergefallen.
Ich versuche immer ruhig zu bleiben, um die Kampfsituation genau zu überblicken. So, wenn es damit zum Lecken anfängt, dann schließe ich ein paar Anwendungen. Falls es noch welche gibt. Ich habe schon Minecraft heute aufgenommen. Wir müssten schon ein paar... Ja, und da habe ich auch schon alle Anwendungen geschlossen, wo ich Minecraft gestartet habe. Also müsste es hier jetzt auch eigentlich passen. So. Fokusstoß hat keine AP mehr, leider. Ich setze jetzt mal eine Wasserattacke ein. Namens Surfer! Ich glaube, ich sollte dann Adventi nach dem Kampf an erste Position tun. Das wäre gar nicht so dumm. Ja, Adventi kann viele Feuerattacken und das ist hier vom Vorteil. Zudem passt es ja auch noch ganz gut zum Klima Advent, ne? Zu Winter und Eis. Hä, was war das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, kannst. Also gut, setze ich mal unser Advent hier an erste Stelle. So, okay. Und ich kann nichts machen, wenn wir hier übers Eis gleiten. Wir können hier nur eine Richtung immer, oder... Ja, wir können hier immer nur geradeaus gehen, wenn wir über dieses Eis gleiten. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich muss mich auch noch selber hier zurechtfinden. Ich war nur zweimal in dieser Arena. Naja, hier scheint es entlang zu gehen. Das ist gut. Okay, hier ist noch eine Kämpferin. Wie immer ist das Problem nicht, ob ich kämpfen kann oder nicht, sondern ob ich kämpfen will oder nicht. Dann kämpf doch einfach. Frau Elena Fesniew. Die haben irgendwie immer die gleichen Pokémon. Fregomentri, Pesniew. Ich wundere es, dass hier kein Gelatropo aufgetaucht ist bis jetzt. Funkenflug. Guten Flug. Rotznase. Gelatropo. Falls ich den Pesniew fange, nenne ich es Rotznase. Ah, komm, Funkenflug. Da will ich jetzt nicht lang rummachen. Wir können eh noch mit der Feuerattacke Funkenflug angreifen. Okay. Das ging schnell. Jetzt müssen wir irgendwie auf die Plattform hin, um sie verschieben zu können. Hier ist schon mal ein Ansatz. So, jetzt landen wir hier drauf. Und jetzt müssen wir hier nach oben, genau. Jetzt sind wir hier, okay. Sieht gut aus. Und jetzt dort entlang. Ah ja, okay, war ja ganz leicht. Ich kann mich noch beim ersten Mal erinnern, da habe ich minutenlang rumprobiert, bis ich endlich gerafft habe, dass man da nach oben gehen muss. Und hier ist noch eine. Ich finde die Arena übrigens sehr geil gemacht. Also im Allgemeinen, ne? Ich finde jede Arena in der einen Region saugeil gemacht, ne? Und die Eisarena finde ich besonders gut gemacht, aber die Geist ist immer noch die Drachenarena. Ihr werdet ihr auch noch sehen. Aber die Eisarena gehört auch zu meinen Favoriten. Funkenflug. So, ich finde auch die Arenen sind viel schöner gemacht als in den anderen Generationen, also in der ersten bis zur vierten Generation. Sättig viel erreicht. Level 40. Also, die haben sich echt Mühe gegeben mit der Arena und einen Fall haben sie auch gezeigt. Daumen hoch für die Arenen. Aber nicht mein Video, einfach nur für die Arenen. So, Flatsch, ich habe verloren, weil ich ausgerutscht bin. Ja, ist klar. Ausreden suchen. Hier geht's noch lang. Sieht ziemlich kompliziert aus, ist eigentlich ganz leicht, aber so, jetzt müssen wir hier lang. Oder? War ich richtig? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich war richtig. Jetzt müssen wir hier lang. Genau, da ist die nächste Plattform. Die wird dann das Ganze verschieben und dann landen wir direkt beim Arena-Leiter. Aber ich will noch nicht gegen den kämpfen. Ich will noch erst die Pokémon heilen. Das mache ich aber offscreen, ne? Ihr müsst es nicht sehen, wie ich jetzt zurück ins Pokémon Center latsche und wieder die ganzen Rätsel mache. Ich mache einfach einen Schnitt und dann sehen wir uns dann wieder. So, aber mach mal erst das Gelatropo fertig. Level 36. Und tschüss. Eiszapfen. Okay.
Achso, er hat noch eins. Pesenjev. Jede Nerotzennase. Und tschüss. Ach, Ausdauer, alte Verzögerer hier. Hoffentlich verbrennst du jetzt. Kann Funkenflug eigentlich verbrennen? Ich weiß das gar nicht. Jetzt überstehe die Attacke, ja toll. Würde, komm. Ist egal, irgendeine Angriffsattacke. Und tschüss. Wer es will, kann man es fangen. Wir haben ja noch keins. Okay. So, jetzt verschiebt sich das Ganze. Jetzt muss man hier lang. Da lang. Okay. Ich nehme mal an, jetzt müssen wir nochmal dort lang, um da oben zu landen. Genau. Und hier ist der Arena-Leiter. Ich will allerdings noch zuerst die Pokémon heilen und dann sehen wir uns wieder. Ich mache das offscreen, dann bis gleich. Und hier bin ich wieder. Hab jetzt Pokémon geheilt. Aus deinem Gesicht spricht die wahre, die wilde Entschlossenheit, den Arena-Leiter herauszufordern. Nun dann, lass uns keine Zeit verlieren. Arena-Leiter-Kampf! Kevin vs. Sandro. Okay, das sieht aus wie eine Schwuchtel. Okay. Gelatropo. Level 37, der stärkste Gelatropo, gegen das wir je angetreten sind. Funkenflug. Und tschüss. Dann glatter One-Hit. So, was kommt jetzt? Siberio, eine Rotznase. Nee, doch, nee. Die Rotznase ist erwachsen geworden. Na gut, aber egal, Funkenflug. Hat überlebt, okay. Viele KP nehme ich an. Es erhöht den Angriff unseres Pokémons, verwirrt es aber gleichzeitig. Das Angiebär-Ei. Naja, probieren. Ah, damit hätte ich rechnen müssen. Ich darf ihn nicht unterschätzen. Er hat schließlich 30er bis 40er Pokémon. Jetzt greif aber an, bitte. Dankeschön. Ist Funkenflug physisch? Ich glaube ja. Nee, ist nicht physisch. Nein, es kann Lake. Tschüss, Adventi. Was? Okay. Oh. Okay, das war sein letzter. Das war dein letzter Heilprozess. Aua. Alter, ich kann es nicht fassen. Unser Feuer-Pokémon wird von einem Eisbär gekillt. Das Lake kann. Jetzt muss ich eine Inferno-Attacke riskieren. Ich habe keine andere Wahl. So, Inferno. Ja, na bitte, geht doch. Und tschüss. Jetzt hat man aber Glück, dass Inferno getroffen hat. So, und jetzt kommt sein letztes Frigometri. Training ist erst dann wirklich Training, wenn man zum Äußersten geht. Da hat er rechts. Es kann Aurora strahlen. Sieht ziemlich cool aus, die Attacke. Und Inferno geht daneben. Wer hätte es gedacht? Funkenflug. Weißt du, dass du dich langweilst langsam mit den Aurora-Strahlen? So, da war das andere schon stärker, das gegen das wir vorhin angetreten sind. Noch eine Feuerattacke und das hätten wir. Warum leckt es jetzt schon wieder? So, tschüss, Frigometri. Tschüss! Orden Nummer 7, you are us. Dein Mut verdient wahrlich Anerkennung. Daher überreiche ich dir dies hier. Ein Orden, wo ich nicht weiß, welche Linie er heißt. Eiszapfenorden heißt der, glaube ich. Der sieht nämlich aus wie ein Eiszapfen. Und ich glaube, der heißt auch so. Eiszapforden. Haha, ich bin so gut. Das bedeutet, dass dir nun Pokémon des Level 80 gehorchen. Nun nimm auch die TM Eiszeichen meine Wertschätzung. Eises Odem.
Eises Odem ist eine Attacke mit Volltreffergarantie. Cool. Und wir sind jetzt genau auf 30 Minuten, ist ja schön. Endlich mal ein Part, wo die Zeit genau aufgeht. So, und jetzt zurück zur Arena, zum Eingang. Finde ich auch cool, wie das jetzt gemacht ist. Und schwupps. Was hast du zu sagen? Ich nehme mir ein Beispiel an Sandro. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Nein, ihr versaut meine Sendezeit. Sendezeit, ja. Kevin, ich habe bereits mit Bill darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ich hätte mich verändert, seitdem wir von Adventstier aufgebrochen sind. Wenn ich darüber nachdenke, was ich machen möchte oder machen muss, drängt mich unweigerlich das Gefühl auf, dass mir nichts vor alledem noch zusagt. Bin ich Äste stärker geworden ist oder das Pokémon? Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ja, unsere Cherin. Wir drei sitzen wohl im selben Boot. Kevin, ich werde jetzt mich zum Pokémon-Fanclub aufmachen. Ich will nun herausfinden, was ich gerne mache und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Ich bin Belle und das ist hier Cherin. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht langsam mal zeigen? Nichts anderes haben wir vom Arenaleiter von Nivanus City erwartet. Selbst Schattengestalten wie uns. Das Finstrio. Hast du gleich bemerkt? Wir wollen dies eigentlich nur Kevin mitteilen, aber sei's drum. Unser Meister Jesus will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst. Du wirst dort Meister N erwartet. Ende der Durchsage. Zur Drachenstiege? Was hat das zu bedeuten? Hey ihr, klärt mich mal auf. Du musst dich noch ein wenig gedulden, wenn du mich in der Arena herausfordern willst. Denn die Pflicht ruft. Ich muss mich schleunigst zur Drachenstiege begeben. Ich komme auch mit. Die Drachenstiege liegt doch nördlich von hier, und nicht? Echt, hätte ich nicht gedacht. Da waren wir ja vorhin. Belle, geh auch mit, komm. Die will doch was von mir, die Belle. Die spricht mich ständig an. Aber was soll ich jetzt machen? Dann laufe ich halt den anderen nach und begebe mich auch zur Drachenstiege. Wo soll ich nochmal gewesen sein? Nördlich von hier, oder nicht? Ja, im Norden. Wo es kalt ist. Und eisig. Und wo sich Eis-Pokémon befinden, wo du noch gegen die bekämpfen musst. Tödliche Eis-Pokémon, die deine Pokémon einfrieren werden, Belle. Ich freue mich schon, bis du gegen den Arenaleiter kämpfst. Okay, Kevin, durch. Heilen wir unsere Pokémon. So sehr angeschlagen sind sie auch nicht, aber trotzdem muss halt sein. Heil meine Pokémon. Ohne zu quatschen, bitte. Komm schon, ich will eine Speed-Taste. Speed-Taste. Hoffentlich gibt es bald ein Dismume-Update, wo man eine Speed-Taste hat. So ein Patch. So. Let's leaving the Pokémon Center and go to the Drachenstiege. Ich gehe schon mal hin, machen werden wir sie im nächsten Part. So, wo sind wir denn hier jetzt? Wir sind in der Drachenstiege. Ja, ich. Du, Kevin! Na, das machen wir im nächsten Part. Bis dann, Servus!